Hallo, ja, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, ich bin Alex. Ich sitze gerade im Auto hier in Stuttgart in der Stadt. Ja, und warte auf meine Frau. Und ich dachte, in der Zwischenzeit nehme ich mal ein kurzes Video auf zu der Frage, was ich immer gestellt bekomme, wenn ich sage, ich habe ein Elektroauto, dann immer, ja, ist es dann ein Automatikgetriebe oder musst du da schalten? Ganz wichtig zu wissen, weder noch. Ein Elektroauto hat kein variables Getriebe. Da muss nichts automatisch geschalten werden, also nicht automatisch verschiedene Stufen, Fahrstufen geschalten werden wie beim Automatikauto. Und ich habe auch kein manuelles Getriebe, bei dem ich mit der Hand irgendwas schalten muss. Natürlich hat ein Elektroauto ein Getriebe. Ein Getriebe bedeutet nichts anderes, dass die Übersetzung geändert wird. Das heißt, so ein Elektromotor, der hat ungefähr, grob gesagt, 18, 19, 20.000 Umdrehungen in der maximalen Drehzahl. Und das muss natürlich runter übersetzt werden, bis es an den Rädern ankommt. An den Rädern sind dann vielleicht, was weiß ich, 1.000 Umdrehungen oder sowas oder noch weniger verfügbar. Ja, und deswegen hat ein Elektroauto eine feste Verbindung vom Motor zu den Rädern. Eine starre, feste Verbindung. Da ist auch keine Kupplung dazwischen, dass man mit der Kupplung irgendwas trennen muss. Nee, es ist eine starre, feste Verbindung vom Motor direkt zu den Rädern. Denn so ein Elektromotor, der hat nahezu ab Drehzahl 0, ab der ersten Umdrehung quasi, die fast schon maximale Leistung. Nicht ganz, aber schon annähernd. Das heißt, man kann aus dem Stand raus direkt Vollgas geben, volle Leistung geben, es ist kein Gas, Vollstrom geben und ich habe die maximal mögliche Beschleunigung, ohne dass ich das mit einer Kupplung erst regeln muss, damit der Motor höher dreht, aber die Räder doch nicht so schnell drehen, der Antrieb nicht so schnell dreht. Nee, es ist eine feste Verbindung vom Motor zu den Rädern, ohne Automatikgetriebe, ohne manuelles Getriebe. Das ist sehr, sehr wichtig zu wissen und ich bekomme immer deswegen so viele Fragen von Leuten, die mich immer ansprechen, ja, ist es Automatik, ist es manuell, was ist es denn? Nee, weder noch, es ist kein variables Getriebe. Ja, und ganz wichtig zu wissen, ein Elektroauto hat auch keine Kupplung. Das heißt, man muss niemals den Antriebsstrang von den Rädern über eine Kupplung trennen. Nee, es ist immer fest verbunden. Ich vergleiche das immer sehr gerne mit einem Fahrrad ohne Gangschaltung. Bei einem Fahrrad ohne Gangschaltung wird doch kein Mensch sagen, das ist ein Automatikfahrrad mit Automatikschaltung. Ne, ist es nicht. Es hat einfach keine Schaltung. Und bei einem Fahrrad mit ohne Gangschaltung, da hat man ja auch keine Kupplung, sondern die Pedale sind ab der ersten Umdrehung mit den Rädern verbunden. Da muss nichts gekuppelt werden. Genauso ist es beim Elektroauto auch. Da muss nichts gekuppelt werden. Es ist eine feste, starre Verbindung von den Rädern zum Motor ohne Änderung der Übersetzung. Okay, ja, das war nun meine Aussage in dem Video. Ich hoffe, es hat dir soweit gefallen. Wenn du noch irgendwelche weiteren Fragen hast, jederzeit gerne unterhalb des Videos in die Kommentare schreiben. Wenn es dir gefallen hat, ein Daumen nach oben wäre cool, ein Daumen nach unten ist auch okay, aber dann schreib es doch bitte auch in die Kommentare, warum es dir nicht gefallen hat. Das ist immer sehr nützlich und hilfreich, wenn ich weiß, was dir an dem Video nicht gefallen hat. Ja, soweit so gut. Das war's dann mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Und Kanal abonnieren nicht vergessen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao.